Der ehemalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe ist bei einem Attentat auf offener Straße durch Schüsse schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bei einem Wahlkampfauftritt in der westjapanischen Stadt Nara. Der 67-Jährige wurde laut Medienberichten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mindestens ein Schuss traf ihn offenbar im Brustbereich. Es wurde ein Herz-Lungen-Stillstand diagnostiziert.